Abovi-Interviews. Oliver Mikos, frag einen Experten zu Problemen polnischer Unternehmen auf dem deutschen Markt. Wir begrüßen Herrn Oliver Mikos. Herr Mikos, bitte stellen Sie sich und Ihr Unternehmen kurz einmal vor. Hallo, mein Name ist Oliver Mikos. Ich bin Unternehmer und helfe polnischen und deutschen Unternehmen im Bereich Unternehmensberatung und Personal. Was macht den deutschen Wirtschaftsraum für polnische Unternehmen so aussichtsreich? Also für polnische Unternehmen ist es auf jeden Fall, ist der deutsche Markt interessant, da es ein verlässliches Rechtssystem und eine effiziente Verwaltung bietet und ein hohes Maß an Investitionssicherheit. Dadurch ist der deutsche Markt für die polnischen Unternehmer interessant und wird auch in Zukunft immer interessanter werden. Welche Wirtschaftssektoren sind für polnische Unternehmen mit deutscher Ansiedlung üblich? Die beliebtesten Branchen der polnischen Unternehmen in Deutschland ist Brennstoffindustrie, Chemiesektor, IT, Bau und Montage, aber natürlich auch Dienstleistungssektor und Versicherung. Bürokratische Probleme erschweren den Zugang zur deutschen Wirtschaft. Also für polnische Unternehmen ist es auf jeden Fall die Bürokratie, welches den Zugang zum deutschen Markt erschwert. Also man muss auf jeden Fall einen Rechtsanwalt oder Steuerberater hinzuziehen, um erfolgreich ein neues Unternehmen in Deutschland gründen zu können. Aber man kann natürlich auch schon bestehendes Unternehmen in Deutschland übernehmen. Jedoch in beiden Fällen sollte man auf jeden Fall Rechtsbeistand haben und auch einen Steuerberater zu Rat hinzuziehen. Was erleichtert den Einstieg polnischer Unternehmen auf den deutschen eine Markt? Erleichterung zum Einstieg wäre auf jeden Fall eine Übernahme oder ein Kauf einer schon bestehenden Firma, einer GmbH. Viele polnische Unternehmen haben natürlich die Möglichkeit, über grenzübergreifend mit deutschen Unternehmen handeln zu können. Jedoch, obwohl grundsätzlich mit deutschen Rechtsformen vergleichbar, ist es für deutsche Unternehmer, ist die polnische Rechtsform oder die polnische Unternehmen schon fremd. Dadurch raten wir auch vielen unserer Kunden, um einen Standort in Deutschland zu eröffnen. Dadurch ist es leichter, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen und neue Kunden zu gewinnen. Und als Einstieg oder als Erleichterung würde ich sagen, dass man eine schon bestehende GmbH übernehmen sollte, weil man dadurch schon Mitarbeiter hat und dadurch auch einen gewissen Bereich an Stammkunden schon mit dazu kaufen kann. Aus Ihrer Erfahrung, welche kulturellen Unterschiede sind bei einer Niederlassung in Deutschland zu beachten? Also zu den kulturellen Unterschieden ist es Tradition versus Flexibilität. Also in Deutschland ist es üblich, dass man nach Regel und Vorschrift arbeitet. In Polen ist es so, dass man da recht flexibel an solche Sachen rangeht. Und das wäre der eine Punkt. Das zweite, was sehr oft vorkommt, ist Pünktlichkeit. Sprich, ein gutes Beispiel ist, dass oft, wenn ich Kundentermine habe, ist es so, dass ein deutscher Kunde schon 10 Minuten vorher vor dem Termin dasteht, was natürlich einen gewissen Respekt auch dem gegenüber ist. Und in Polen herrscht noch so ein Spruch des Konzeptes des akademischen Viertels. Also sprich, wenn jemand 15 Minuten zu spät kommt, dann passiert nichts, man kann auf ihn warten. Also das sind so die größten kulturellen Unterschiede. Wie sieht es mit der sprachlichen Komponente aus? Das ist natürlich ein sehr großes Thema, aber da beide Länder ja durch die gemeinsame Geschichte verbunden sind, gibt es in den westlichen und südwestlichen Teilen Polens viele, die natürlich der deutschen Sprache mächtig ist. In Polen ist es auch so, dass Deutsch ein Fach in der Schule ist, also sprich die
Schüler, Grundschüler und Gymnasiasten lernen natürlich auch Deutsch in der Schule. Aber viele benutzen diese Sprache dann nicht im Beruf. Dadurch gerät es in Vergessenheit. Aber im geschäftlichen Aspekt, wenn es um Gründung oder Übernahme eines Unternehmens geht, in Deutschland jetzt, sollte man auf jeden Fall einen Experten oder einen Dolmetscher dazu beziehen. Haben Sie sonst noch einen Rat für polnische Unternehmen, die den Schritt nach Deutschland wagen wollen? Also ein Rat wäre auf jeden Fall eigentlich zwei. Also einer wäre, dass man Dolmetscher mit ins Boot nimmt, wenn man eine neue Niederlassung in Deutschland gründen möchte, oder einen Experten, der beiden Sprachen mächtig ist. Und das Zweite ist, es ist für Startups im Sinne von, wenn die jetzt als Neulinge im deutschen Markt einsteigen möchten, wäre es auf jeden Fall einfacher, eine schon bestehende Firma aufzukaufen oder zu übernehmen oder die Nachfolge zu übernehmen, als von Grund auf eine neue GmbH oder eine neue Firma oder Niederlassung zu gründen. Das wär mein persönlicher Rat. Okay, gut. Vielen Dank, Herr Mikos, für dieses Interview und dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Dankeschön.